bin voll aus der Häuschen, also ich weiß gar nicht, das war... Ja, ich bin so weggestiegen dann beim Eck und dann habe ich gewusst, ja, das ist jetzt meine Chance, also jetzt oder nie. Und dann habe ich gemerkt, boah, der geht echt verdammt weit. Und dann habe ich gedacht, jetzt dann bleib vorn bei der Landung, komm nicht an und ja, da steht hin und ja, es war unglaublich. Sie haben noch nicht viel Zeit zum Durchatmen gehabt. Der Robert Johansson zum Beispiel hatte da Tränen in den Augen, als er da drüben gesessen ist, nach seinem Versuch vorhin. Wie ist die Gefühlswelt nach seinem Flug da ja, in die Endlosigkeit fast? Ja, ich bin auch total hektisch. Also wenn ich da jetzt in die Kontrolle rein bin, ich habe irgendwas da. Ich habe mich mit Helm und Schuhen alles auf die Waage gestellt. Das darf man gar nicht. Also ja, man ist schon ein bisschen außer Häuschen, voll der Adrenalinschub. Und ja, einfach genial. Das, für das fängt man Skispringen an. Unglaublich. Und Stefan Kraft ist auch jetzt nach diesem Wettkampf schon hierher geeilt. Wir werden noch gratuliert hier von allen Kollegen auch zu diesem Weltrekord, aber natürlich auch jetzt zu Platz 3 im Teamwettkampf. Und das bedeutet, Stefan, natürlich, dass Sie mit Ihrem zweiten Durchgang auch wieder in der Raw-Air-Wertung an Wellinger herangesprungen sind, herangeflogen sind. Jetzt sind 6 Punkte und das garantiert natürlich morgen ein wahnsinnig spannendes Einzelfinale hier. Ja, wir haben schon gesagt, also morgen, das wird ein Krimi. Also er erlaubt sich keinen Fehler, ich auch nicht, außer gestern, der in der Quali ist, aber es ist mir relativ wurscht, was da heute passiert ist. Das war so grandios und ja, es ist ein Wahnsinnstag und das wird morgen sicher, ja, das wird mega spannend morgen. Wie viel Wert hat dieser dritte Platz in diesem Teamwettkampf? Die Konkurrenz war heute sehr stark mit den Polen, mit den Norwegern. Ja, wir haben uns nur kleine Fehler erlaubt und das waren nur 3 Teams, sonst hat jeder einen oben hingestellt. Das ist so schnell gegangen heute. Keinen idealen Sprung, dann bis bei 130 Meter gefahren, wenn wir bei den Deutschen gesehen haben. Und ja, wir sind froh, dass wir am Stockerl sind. Danke, Stefan, und wir freuen uns schon auf morgen. Danke, ich mich auch.